Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ja, hier in England. Ja, der hier steht ein bisschen verkehrt, weil wir uns da an der Mauer festgehalten haben. Und fahren wir jetzt erstmal wieder zurück hier. Haben wir über Nachbarsfeld hier mit unserem JCB. Der ist auch ein bisschen fresh unterwegs. Die Wege sind auch schon echt nice gemacht hier. Jetzt hätten wir uns fast da wieder festgehalten, okay. So, dann fahren wir den wieder hier zu unserem Platz hin, wo er vorher auch stand. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe offscreen ein bisschen weiter gemacht und habe alle Bahnen gesammelt. Wie man sehen kann. Ja, wie man sehen kann, habe ich hier die Ballen und der Anhänger. Der hat sich auch selbstständig gemacht, so wie es aussieht. Sehr schön. Das lassen wir aber erstmal so. So, wir gehen jetzt aber erstmal zu ihn hier hin. Ihn werden wir verkaufen, weil er mir einfach nicht viel bringt. Leistungstechnisch wird er auch nicht viel bringen. Aber Freunde, wir haben einen. Wir haben ein neues Modell, ein Steyr. In der Kombination, in der Farbenkombination finde ich den ganz cool. Tatsächlich. Der ist hier unterwegs und macht das Feld. So. Das sieht schon mal sehr gut aus, was er hier tut. Nicht so ganz zu 100%. So, und da wir den jetzt verkauft haben, können wir uns den hier kaufen. Denn den brauchen wir. Und damit fahren wir jetzt erstmal mit den Schlüter hin. Und wie ihr seht, haben wir jetzt nur noch 6.000 auf dem Konto. Das heißt, es könnte sein, dass wir uns das erste Mal einen Kredit nehmen können. Da wir ja, wie gesagt, noch Saatgut brauchen, Düngermittel. Ich glaube, mein. Jetzt hier. Ups. Das hier ist das Pflanzenschutz. Flüssigdinger. Könnten wir uns vielleicht eine Spritze leihen? Ja, wie ihr seht, das Feld haben wir auch nicht geschafft abzuernten. Das ist verdorben, deswegen werden wir jetzt hier komplett alles versuchen, ja, ein bisschen auf Vordermann zu bringen für die nächste Aussaat. Und schauen uns einfach mal ein bisschen an, was wir hier so machen können. Ist allerdings auch nicht der schnellste. Ne? Wir können jetzt nicht alle alten Trecker aussortieren, das geht nicht. Oder, Leute? So, weiter geht's. Sind wir am Händler angekommen. Das Maisfeld sieht auch echt nice aus, ne? Aber was ich auch noch machen wollte, ist, wir müssen ein bisschen gucken, weil uns gehört die BGA und uns gehören noch ein paar andere Sachen, die wir wahrscheinlich, ja, ich würde jetzt sagen, wir brauchen sie nicht, weil auf BGA möchte ich nicht gehen. Auf Pferde möchte ich nicht gehen, auf Schafe weiß ich noch nicht, auf Schweine definitiv nicht.
Da brauchen wir viel zu viel Equipment. So, weiter geht's hier. So, wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir lassen den jetzt mal hier aufs Feld. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns mal eben kurz an. So, das hier ist unsere Kuhweide. Das hier ist die Schafweide. Mal kurz gucken hier. Das hier ist die Pferdeweide. Die verkaufen wir. So. Das hier ist diese Dingsweide. Diese Schafweide, Schweineweide, die verkaufen wir auch. Die kann ich nicht verkaufen. Okay, das sind platzierbare Objekte. Also mal schauen. So, oh, wir haben hier eine Wiese. Oh, das wusste ich gar nicht, dass wir eine Wiese haben. Aber was sind denn hier für platzierbare Objekte drauf? Mal hier schauen. Kaufen oder nicht? Gut, können wir nicht. Auch okay. Naja. Auf jeden Fall das hier wird nicht uns. Ne, genau. So, das hier ist die Schafweide. Was ist das hier? Ah, okay. Gut. Mit der Schafweide muss ich mir nochmal überlegen, ob wir die verkaufen. Aber jetzt haben wir erstmal Geld, um ein neues Feld zu kaufen. Jetzt will ich nochmal was ausprobieren, ob er das hier behoben hat. Hat er behoben. Hat er behoben. Sehr nice. Was kostet das? Crazy. Das. Oh, das ist echt, das sind echt absurde Preise, ne? Leute. Leute, das? Wir können uns nichts leisten hier an Felder. Nicht mal das und das. Nicht mal das. Das ist, glaube ich, Baugrund. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas. Noch, ne, wenn wir hier weiter vorankommen wollen. Was kosten das? 300, ne? Wenn wir die Schafweide hier noch mit verkaufen, wie viel haben wir dann? Wir werden uns nichts leisten können. Wahrscheinlich 1, ja genau. Jo. Alter Schwede. Was war das hier? Alter Schwede. Boah. Na gut, dann können wir erstmal nichts kaufen. Dann ist das so. So, ist der hier angekommen? Ist er, aber auf dem falschen Feld. Ist er, aber auf dem falschen Feld.
Ich renne jetzt mal schnell hier durch die Ecke, ihr habt nichts gesehen, Leute. Klappen die Geschichte auf. Bedenken. Die Bedenken bleiben auch. Wir nutzen einen anderen Trecker dafür. Wird wahrscheinlich der nächste sein, der ausgemustert wird. Ich wollte eigentlich damit das hier gestohlen fahren, aber das lassen wir jetzt mal. Denn wir brauchen ihn. Da seht ihr unsere neue Errungenschaft, die haben wir vom Dings geholt. Vom Gebrauchmarkt. Händler tatsächlich. Und dann. Also wir haben ganz günstig geschossen, deswegen habe ich gedacht, komm, wir holen uns das Ding einfach mal. So. Jetzt mal hier mal Licht an. Das sieht schon viel besser aus. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Höhe sieht das gut aus. So. So, jetzt fahren wir hier oben. Geschichte auch nochmal aus. Dann kann man das hier wieder einsetzen. Und lassen wir mal ab hier, versuchen wir mal den Halter einzulassen. Oder so, aber das ist nicht so schlimm. Er hängt wieder fest im Baum. So, Tag 2 im September. Sehr gut. Wir können eigentlich mit dem hier mal unseren Anhänger schnappen. Und mal gucken, vielleicht können wir mal was verkaufen. Zum Beispiel Sack. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben gar keinen Dings, ne? Keine Saatgutmaschine, oder?
Doch, die Technik haben wir gut. Wir können aber in der Zwischenzeit mal Dings kaufen. Saatgut. Mal gucken, was wir hier so schönes alles im Angebot haben. Das ist nichts, das, was wir brauchen. Flüssigdünger, Mineraldünger brauchen wir alles im Moment nicht. So, Pappeln, Zuckerrohr brauchen wir alles auch noch nicht. Da, Saatgutpaletten. Das sieht doch gut aus. Flüssig, flüssig, flüssig. Herbizid, Diesel, Siliermittel, Saatgutpaletten. Weizen, Schweinefutter, Hafer, Streusalz, Mist haben wir auch, Mineralfutter. Nö, wir nehmen einfach so eine Palette hier. Was ist die denn da? Da kaufen wir einfach mal 3 Stück von. Da wollten wir ja eine Spritze kaufen, Leute. Da habe ich mir was ganz Nices ausgesucht. Und zwar diese Kombi hier. Das Teil. Das kaufen wir uns jetzt einfach. 28 Meter, krass. Aber wir bleiben mal ganz gepflegt auf 18 Meter. Das reicht erstmal aus. Das reicht erstmal aus. So, dann muss ich mal ganz kurz was anderes gucken. Mal gucken hier, was wir noch so schönes neu bei hatten. Ich weiß das schon gar nicht mehr alles. Achso, ich wollte noch was anderes gucken, weil es ist nämlich Ernte rein. Das ist gut. Brauchen nämlich auch. Wer hätte es gedacht? Mähwerke. Ist die Frage halt, was für Mähwerke wir nehmen, ne? Ja, ich bin jetzt kein Fan von solchen Dingern, ne? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch wenn das mega nice ist, aber ich bin mehr so ein Fan von diesen Dingern. Den brauch von Vicon. Stopp. Den wo das Frontding dazu. So, und dann brauchen wir noch so Wendermäßig was? Ja, das müssen wir halt schauen, wenn es soweit ist. Und ich würde sagen, heute verkaufen wir auch den Schlüter. Holen uns dafür auch einen neuen Trecker. Denn mit dem hier werden wir nicht viel erreichen tatsächlich. So, aber der wird gleich einmal selber da hinfahren. So, so, so. Schau mal kurz. Wie ist denn der jetzt hier gefahren? Ich glaub so, ne?
Gut, der fährt zum Händler, die stehen auch da, der macht seinen Job auch. Hoffe ich. So, und dann steht er schon wieder, warum auch immer. So. Er fährt da einfach mal durchs Nachbars Maisfeld. Alter Schwede. Boah. So, dann ist das die Geschichte des Schlüters gewesen. Und dafür holen wir uns jetzt einen neuen. Und zwar einen von hier. Die Frage ist halt, was für ein? Er muss halt ins Budget passen, ne? Ah, die passen alle nicht rein. Desto weiter wir nach hinten gehen, desto weniger passen sie rein, ne? Gehen wir hier vorne gucken. Nee, den wollte ich doch gar nicht. Kann ich mir gar nicht leisten. Ah, Mann. Alter Schwede. Leute, wir machen es ganz einfach. Damit wir uns einen vernünftigen Trecker leisten können, nehmen wir uns jetzt einen Kredit. Ist einfach so. Ist beschlossen. Ist mir Lachs. Wir nehmen jetzt ein. Kredit. Wir gehen einfach hoch auf 200. Also 200 Kredit. 1, 2. So. Jetzt kaufen wir uns einen vernünftigen Trecker. Ich möchte nämlich gerne einen. Was kann ich mit dem machen? Kann ich nicht so viel machen. Ich hätte gerne nämlich ein Klaas tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte gerne ein. Da bin ich ja ehrlich, dann nehme ich ja die. Nehmen wir nicht. Größten Motor nehmen wir. Jetzt können wir uns eine Farbe aussuchen. Grau hat auch schon was, ne? Wir nehmen den ruhig mal in diesem Grau. Was ist denn das für ein Grau? Felgenfarbe wird weiß. Und dann haben wir unseren neuen Trecker, Leute. Sehr nice. Dann gehen wir uns den mal anschauen. Sehr nice. Sieht gut aus in der Farbe. Was haben wir hier alles für Bildschirme? Sehr gut. Okay, können wir auch machen. Den werden wir nämlich als erstes die Mäharbeiten machen. Die dürfen sehen auch sehr nice aus.
Schmuckstück, ehrlich. Ohne Witz, Schmuckstück. So, mit denen fahren wir jetzt zu unserem Feld hin. Ich glaube, wir müssen über die ganzen anderen Felder drüber fahren. So, mit denen kommen wir wenigstens voran hier. So, Freunde, aber wie es weitergeht in der nächsten Folge, die morgen direkt kommt, wird ihr sehen. Ja. Ja, wird ihr morgen sehen, wie wir anfangen zu mähen. Unser Feld. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Und dann. Ja. Sage ich, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und lasst positive Energie da. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Florian.